Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu der nächsten Episode, zu der nächsten Folge von The Walking Dead Season 1, Episode 3, ein langer Weg. Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ich habe jetzt sagen, warte mal, die Kamera ist ein bisschen crap. So, genau. Und zwar tut mir leid, die letzten beiden Tage, oder die letzten ein oder zwei Tage, weiß ich jetzt gerade selber nicht, wann eigentlich das letzte Folge online gekommen ist. Es lag einfach daran, mein bisheriges Videoschneideprogramm hat ein bisschen rumgesponnen. Das wollte die Videodatei plötzlich nicht mehr importieren, ist ständig abgekackt. Was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand einfach deinstalliert, weg, ne? Und habe mir jetzt ein neues besorgt, eine 30-Tage-Testversion. Ich hangel mich dann nach für nach mal durch und das Beste kaufe ich mir dann irgendwann. Und, ja, da muss ich mir auch so eine kleine neue Methode halt aneignen, wie ich die Videos halt rendere und so weiter und so fort. Und jetzt hat in der letzten Folge, wie ihr gesehen habt, alles geklappt. Jetzt mache ich weiter. Und zwar die letzte Folge hat damit aufgehört, dass Lilly mit uns gesprochen hat bezüglich der Diebstähle und wir sollen jetzt so ein bisschen Nachforschung betreiben. Aber jetzt erstmal hatte ich vor, eben zu Carly nach oben zu gehen, eben eventuell vielleicht zu sagen, dass wir jetzt allen die Wahrheit über uns gesagt haben. Oh, da kommt schon wieder diese romantische Musik. I talked to Kenny about who I am. And? I don't know. Feels like I just gave him ammo, if we ever have to make any tough decisions when it comes to a headcount. Well, don't worry. Ja, du hast gut geschrien. I talked to Katja. How'd she take it? She was fine, I guess. I think she's more upset about Kenny. Because of the St. John's? What exactly did he do back there? Oh, don't you start now. I talked to Clementine about things. How'd she handle it? I don't know. She's tough to read. She adores you. Don't worry. I told Ben. You told Ben? Funny you picked him. Low risk. I take it he didn't know what to do with the information. Not even a little. He's just happy I told him something. Er gehört jetzt immerhin zu unserer Gruppe, also sollten wir ihm auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Das ist so die erste Schritt als Anführer eben seiner Gruppe Vertrauen bringen, dann bekommt man auch Vertrauen von der Gruppe. Nee, nicht wahr? Do you know anything about this flashlight? It's broken. I know it's broken. And the batteries might be in backwards. It uses just one. Everything should. What was the question? Did you break the flashlight? No. Okay. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Irgendwie kommt mir das ein bisschen spanisch vor, dass eben immer, wenn wir mit Carly reden, immer diese komische Musik kommt, weißt du? Ich wette, da funkt's irgendwann nochmal zwischen den beiden. Ich hoffe, wenn ich jetzt Clementine die Taschenlampe zeige, dass es jetzt nicht heißt, dass ich sie beschuldige, ne? Ja, ich muss mich angewöhnen, dahin zu gucken. Da ist die Kamera nicht da. Ne? Da sehe ich nur das Wiedergabebild der Kamera, deswegen. Ja, egal. So. Mach ich gleich. Mach ich am Ende der Folge. Hey, Clementine. Hey, Lee. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow. Did you do that? Yes. Ja, das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall, vor der Aufnahme war ich gerade in der Stadt, bei uns hier, ne? Und da bin ich mit der Straßenbahn gefahren und... Das war so gerammelt voll heute, das war richtig übel. Ich bin zum Glück dann ausgestiegen, als die ganze Meute einsteigen wollte. Bin dann so zu mir hoch, das sind so ein paar Fußmeter. Hab nochmal ganz kurz zurückgeguckt und sehe dann nur so, wie der Bahnführer die Türen zuquetschen muss. Das war so übelst geil, einfach nur. Der Bahnführer ist ausgestiegen und musste die Tür zuquetschen, weil ich sonst nicht zugegangen wäre. Das war einfach göttlich. Sowas erlebt man auch nicht alle Tage. Na gut, reden wir auch gerade mit Duck. Das. Alter. Und eine Sache. Genau, war gestern in der Uni. Wir hatten gestern 3 Stunden Vorlesung, dementsprechend waren die Nerven so ein bisschen blank. In der dritten Vorlesung.
Und hat jemand gesagt, keine Ahnung, wie er darauf kam, ja, es gibt im Internet so ein Video, da ist ein Mann, da verschluckt ein Mann ein Mikrofon. Das fiel mir gerade ein, als ich immer ein Mikrofon gesehen habe. Das haben wir uns angeguckt und einfach nur, Alter, jetzt wirklich verschluckt. Das war so ein Sänger, so ein Piano oder sowas. Mikrofon stand jetzt am Ständer. Weil wenn ich am Tanzen jemand stößt gegen das Mikrofon, guckt es euch am besten selber an. Mann verschluckt Mikrofon, sehr zu empfehlen. Wenn man guten Humor hat. Und ein bisschen, Alter, der hat's wirklich komplett verschluckt, ne? Es ist nicht nur so Mundstecken geblieben, sondern wirklich komplett verschluckt. Ich meine, what the fuck? A flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom, broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay then. Oh, aber das mit den Türen bei der Straßenbahn fand ich echt am geilsten. Das ist außerdem nicht das einzige Mal, dass das passiert ist. Einmal, als ich zur Berufsschule morgens mittags gefahren bin, hatten die ganzen kleinen Kinder schulfrei, Schulschluss, ne, wollten alle in die Straßenbahn rein, wo ich zum Glück ausgestiegen bin. Ja, auch. Das war noch voller, also sogar. Das war sogar noch voller. Dann wirklich der Bahnführer müsste aussteigen und die Tür von außen wirklich zudrücken, damit die zugeht. Das ist einfach, ich denke mir einfach nur, Alter. So, jetzt konfrontieren wir mal Kenny damit. Do you guys know anything about this broken flashlight? Fuck. We don't got many of those. Yeah, it's a problem. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot, though. Dann gucken wir mal da in der Richtung. Ja, hier in Kassel, da wird's echt nie langweilig. Echt die richtige Stadt für mich. So, hier sind die Glasscherben. There's some broken glass on the ground there. Jetzt muss er sie hier fallen gelassen haben. Was für, ja, aber hier finden wir nichts, ne? Das ist ein bisschen blöd. Und die passen auch noch zur Lampe, ne? Was zum Teufel ist das denn? There's something drawn there. Chalk. Pink. Dark. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Ja, ja, mach du mal. Genau, wollte ich nicht auch sagen, Clementine hat doch Kreide. Reden wir mit ihr, vielleicht weiß sie es doch. Und diese Lampe hat gar nichts mit den verschwundenen Lebensmitteln zu tun. Und nur weil Clementine irgendwie spielen wollte oder so. Hey, Clementine. Haley. Do, you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst, Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was combing the scene for clues yeah, and... Yeah, Duck, I got it. Good job. Sollen wir jetzt ein High Five geben? Gib mir ein Self High Five. Nee, warte, das hat nicht. Warte, Moment. Self High Five. Oh, jetzt will er nicht mehr. Du hast Duck hängen lassen. Oh. Oh Mann. Somebody was over here, too. See? I did good, huh? Yeah, Duck. You did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Ja, wie gesagt, ich hab doch gesagt, das hat eventuell wirklich nichts mit hier in unserer Gruppe zu tun, sondern da muss irgendjemand von außen wahrscheinlich kommen.
Those bandits gave us hell, but they've been quiet for days now. Hm, warum sind sie wohl ruhig? Wahrscheinlich, weil sie uns die Nahrungsmittel einfach wegklauen. There's a grate down there. Können wir das abnehmen? Na, was haben wir denn da? Wer könnte das da wohl hingelegt haben? You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Yeah. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? Y'all got our people out there! Ach du Scheiße. What do we do? Oh, Lily. Shit! They're gonna start kicking indoors any second. Lily, what the hell are you- Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Na toll. Enough of this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Why are you doing this? Just leave us the fuck alone! Why? This fucking guy. Why? Because we gotta! That's why! We can split the supplies, spread them around. Or we could just kill you and take it all! And what about when they run out? When you don't have us out there collecting them for you? Well... I suppose we ought to hash out some terms, then. I don't like no hash. Man, shut up, bro! Crash! Oh, shit! In den Hintern! Huiuiui. Oh gut, das ist nicht mehr zum Lachen. Get back there! Smoke him out! We gotta get out of here! No shit! Those bastards! Cover our people and get them to the RV! Go around, shit, for brains! He's back there! Now! Get over here! Hurry! Man, you saved our asses! Ja, steig lieber ein! Oh. Katja, hang on! Where is he? He's hiding behind that van. Get your asses around behind. Na komm, guck schon. Katja, hurry, come on! Please! Clem! Get inside the RV! It's gonna be okay! Go! Oh. Ah! Oh, Christ! Lily, get in the RV! Screw her! Let her stay! Nein, wir können sie nicht hier lassen. Get down here! Shit! Yo.
Einfach mal die Kat, Wand durchbrechen. Jesus, are you okay? I'm fine. I'm fine. Oh shit, oh shit, oh shit. I'm sorry. Everything's fine, Ben. Everything's not fine. We need to figure out how this happened. We just lost everything. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split I'm open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. The bandits have had our number for weeks. This is different. Somebody was working with them. Whoever it was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. It's true. So, Carly, is there something you want to say? Please. We have to get it out of you then. Back off. You're in no position to make demands. Whoa, 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 you're just pointing fingers. I didn't just come up with this. I've had my suspicions. Why her? This seems like a stab in the dark, Lily. She's always so eager to see what supplies we found. She never talks about her family. She could be related to those bastards for all we Whoa, know. Whoa, my family's not a bunch of meth-riddled forest people. They're fucking Lutheran! You're not saying it wasn't it you. It wasn't me. Like, look, maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look, Carly's a stand-up gal and maybe this was all just a mistake. We need to look at the facts. Let's calm down, we'll eat, and we'll deal with it. Lily, stop waving the finger at everybody. We know something's going on and we can get to the bottom of it if we keep our heads. I know what we found. I know, Lily. I know. Nobody was stealing anything! Was it both of you? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. Lily, lay off of him. I... Shit! What's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right, well, we can deal with this now then. Lily hat sie im Wild mal alle. Kitty, is it safe? Should be. Everybody out. Lily... Out. Wenn sie uns jetzt in Gefahr bringt, ne? Dann ist sie die Erste, die ich eigenhändig erwürge. Kenny, the RV has some surface damage, but there's a walker trapped underneath. God damn it. Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. No! This dumb fuck walker. You okay over there? Yeah, yeah. Son of a... There's no way it was Carly. Oh, kurz Licht an, Moment. Somebody else. It could have even been someone sneaking into our camp. That's ridiculous. That's what you think? Yes. So, bisschen besser. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck. Just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. Alter. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Ha. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. Just... You think any of that is good now? He's broken, Lily. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence! Stop treating him like this! Shut up, Carly! Ugh, I've heard enough out of you! Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute! Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you! Stop this! You're torturing him! Selber, no. Ben, stop! Lily, lay off. I can't, Lee. You know I can't! Thank you, Lee! Please, listen to him. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. There. I got him. Please, let's just get back That's in the not RV. Happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now. What the fuck's the problem? What the fuck?
Alter! Drop it! Holy fuck. Kenny, what's happening? You duck away from the windows! Jesus Christ! Get in! We're leaving this crazy bitch! She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. Boah, es ist echt schwer. Normalerweise würde ich niemanden hier zurücklassen. Leave her for the walkers. Ken, Lee! Why? Why, Lily? Just get in. We'll figure out what to do with you. It's a bad idea, Lee. She's a murderer, for shit's sake. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. You know? Yeah, he told me. I don't give a shit. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Whatever. Just get in. Ich hätte schon mal gesagt, wir lassen niemanden zurück, egal was für eine Scheiße er gebaut hat. Aber bei Lily werden wir jetzt nur noch selten ein Auge zudrücken, also nochmal irgendwas wird sie sich nicht erlauben dürfen. Dann reicht es. Lee, a word, please. Wir hatten es gerade gefragt, wer ist das mit Clementine? Katja needs you for something. What's up? Is Duck feeling all right? Oh nein, er wurde gebissen. What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? We've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Important to stay honest with each other. Hmm. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I don't feel good. What about Carly? There was no time for a burial. Walkers? Yeah. Horrible. Glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping a hammer. Dankeschön. What? Why? In case you were up to no good. Before you, there was this other guy. He was yelling and trying to get into my house. He wanted to take the TV and tried to break the glass door with a rock. Then some walkers came and scared him away. The door was open. He was dumb. Hmm. Was soll... What happened? Get off of me! Boah, Alter! We got something up ahead.
Das kam jetzt unerwartet. Alter! Damn it. Road's blocked. Now we gotta deal with this. So. Dann würde ich vorschlagen, war es das erstmal wieder für heute? Jetzt sind wir an einen Bahnübergang gekommen, wo eine Bahn stillsteht. Wahrscheinlich streiken die Lokführer dort auch. Es ist ja nicht zu, es ist ja nicht sehr unwahrscheinlich. Boah, ich würde sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Dankeschön. Bis zur nächsten Folge, Leute. Warte. Erstmal sammeln. Bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.